So, auf ein neues Let's Play Tomb Raider 2. Let's Play Lara 2. So, da kommt auch schon der erste Hund. Da kam der erste Hund. Der ist schon nicht mehr da. Der hat schon Feierabend. So ist das aber auch, ne? Tja. Also irgendwie ist mir das zu bieder da oben mit dem da. So. So, Justin Bieber ist auch tot. So. Nein, ich möchte niemanden enttäuschen, der eventuell Justin Bieber-Fan ist. Sich diese wunderschönen CDs von Justin Bieber vielleicht gekauft hat, dafür auch noch Geld ausgegeben hat. Gibt ja so eine Menschen, die das mögen. So, nein, wir haben den ersten Gegner, die ersten drei Gegner in Venedig erledigt. Es werden auch nicht die letzten sein, muss ich dazu sagen. Es ist aber alles weniger schlimm. Das kriegen wir schon hin. So, Venedig Teil 1, der ist auch nicht so lang und auch nicht so rätselhaft, aber wenn man das noch nie gespielt hat, dann muss man da vielleicht doch ein bisschen nachdenken. Es macht aber nichts. So, wir haben Fackeln gefunden, die benötigen wir, um im Dunkeln was zu sehen. Wer hätte das gedacht? Und ab die Post, auf die Leiter. Oh, toll. Lara, du sollst bitte so klettern, wie ich auch die Tasten drücke. Ja. Also wenn ich zum Beispiel nach rechts drücke, ich versuche das jetzt gleich mal, warte mal. Jetzt drücke ich nach rechts, mal sehen, ob das geht. Ja, Lara hat gelernt. Lara hat gelernt. Mein Gott, ich glaube, die hat echt Abitur gemacht. So, naja, wenn ich es nicht schaffe, dann werde ich Stripperin, hat sie sich gesagt. Hätte sie ja machen können, ne? Ja, Raucherhust noch immer, ich weiß auch nicht. Also irgendwie, jetzt habe ich Rückwärtssprung gedrückt und sie klettert runter. Lara, wenn ich sage rückwärts, dann rückwärts und nicht nackig machen. Angezogen bleiben. So, Fenster kaputt machen und rüber. So, Freunde. Schön, dass ihr übrigens immer noch dabei seid, möchte ich mal sagen. Das ist ja schon bei YouTube der zweite Videopart, den ihr hier seht. Ihr seid immer noch dabei, live. Und wir nehmen das im Jahre 2012 auf, was so gut wie zu Ende ist übrigens. Das muss ich dazu sagen. Wir sind nämlich kurz vor Weihnachten, also noch im November. Noch ist nicht im Adventskalender die erste Tür auf. Aber das sind nur noch ein paar Tage, ne? Dann geht im Adventskalender die erste Tür auf und die Kiddies freuen sich alle riesengroß auf. Naja, worauf freut man sich denn? Auf Weihnachten oder auf die Geschenke? Hm, ich glaube eher auf die Geschenke, aber das macht nichts, das war bei uns genauso, Freunde. Ne? Uns war das doch egal, ob da ein Weihnachtsmann kommt, den es eh nicht gibt oder... Ja gut, viele denken auch daran, es ist die Geschichte, bla bla bla, ne? So Jesus und so weiter. Ja, ich kann ja jetzt nicht, während ich Lara spiele, da so unbedingt drauf eingehen, ne, auf die Kirche. So, schön ist es, dass ihr, wie gesagt, noch dabei seid. Na, und das hier ist auch kein Pay-TV, na, was viele vermuten. Hallo, 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 hallo. Du stehst so beschissen, sonst hätte ich auch nicht rumrollen können. Und wir haben die Automatikwaffen gefunden, will ich nochmal dazu sagen. Und ein Knöpfchen gedrückt, dass wir wieder klettern dürfen. Ja, klettern ist mein Hobby. Ist mein Hobby und bleibt mein Hobby. Und ab die Sau hier. So. Freunde. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, Anregungen, Kritik oder ähnliches, das kann man zwar jetzt noch nicht beurteilen, weil ihr ja nun erst Folge 2 seht, sagt's ruhig. Ich bin offen für jeden Kommentar, für Ehrlichkeit. Ehrlichkeit zahlt sich aus, ne? Das ist so. So. Aber was sich nicht auszahlt, ist Lügen. Ja? Lügen haben kurze Beine. So. Aber bleibt ruhig gerne dabei. Ich freue mich über jeden, der zuguckt und sich auch an meinem Let's Play erfreut. No. So, Hundi, Hundi, Hundi. Das ging aber schnell. Das ist ja Betrug, ne? Naja, macht nichts. Jetzt gehen wir in einen Gang, der mir früher sehr, sehr gut gefiel. Dieser hier. Ich fand das früher so toll, die Grafik. Und wenn ich heute überlege, was es jetzt schon für Spiele gibt. Naja, für damalige Verhältnisse war das alles wunderbar. Ich glaube, ich war da so, als das rauskam, so 14 oder so. Aber wir haben das verdammt gerne gespielt. Das erste Mal haben wir das sogar Silvester gespielt. Silvester 97 oder so, wo das rauskam. Ich weiß nicht. Da haben wir das gespielt, die Demo-Version auf PlayStation. Mann, haben wir uns gefreut, dass es eine neue Tomb Raider-Version gibt und dann auch noch in so einer High-End-Grafik. Nein!
Ja, das passiert, wenn man sich unterhält. Nein, in so einer High-End-Grafik haben wir uns gedacht, was Besseres gibt's gar nicht. Es kann nichts Besseres mehr auf den Markt kommen. Na, und was ist passiert? Es gibt schon PlayStation 3, ne? Das heißt, es entwickelt sich ja alles weiter. Aber trotzdem, die alten Spiele sind immer noch die besten. Da verbindet man immer sehr viel Erinnerung auch mit, muss ich dazu sagen. Aber trotz alledem, wir bekommen das hin. Ja. So. Ich weiß, ich sappel ein bisschen viel, aber so sollte das auch sein, dass man sich in einem Let's Play unterhält. Es ist ja noch nicht ganz so nervig wie bei 9 Live, wo sie dann die ganze Zeit gesagt haben, den gibt's übrigens ja auch nicht mehr. Wo sie die ganze Zeit gesagt haben, ruf jetzt an, 1000 Euro, komm, ganz schnell in die Leitung. 0137 und so weiter, ne? Ihr müsst ja hier nirgends anrufen. Zum Beispiel gestern gab es bei RTL.12, ja, ich gucke dieses Hartz IV Nachrichtenmagazin, da gab es gestern eine Frage. Die war sowas von hardcore schwer, also die konnte ich nicht beantworten. Was hat bei RTL heute gestartet, gestern gestartet? Der RTL Spendenmarathon oder die Olympischen Spiele bei RTL? Und da habe ich gesagt, das müssen doch die Olympischen Spiele sein oder doch der Spendenmarathon? Nein, also ganz, ganz schwer diese Fragen manchmal. Da kommt man manchmal gar nicht hinterher. Und es geht ja auch nicht darum, dass man diese Nummer anruft. Nein, die wollen einem was schenken. Die wollen einem schlicht und einfach was schenken, die netten Menschen. Oder sehe ich das verkehrt? Nein, natürlich wollen die ja nichts schenken. So, wir haben da unten ein Türchen geöffnet. Wundervoll. Das hat zu bedeuten, wir können uns jetzt das Boot holen. Dieses hier. Was im Bootshaus war. Das hier nennt man Bootshaus. Und Abfahrt auf Gleis 3. Planmäßige Ankunftszeit war 19.12 Uhr, jetzt ist es 23.14 Uhr, Deutsche Bahn, ja. Aber Entschädigung gibt's nicht. So, ist dunkel, ne? Aber macht nichts, wir machen uns gleich erst eine Fackel an, weil wir die so und rutsch bringen, das Boot fährt von alleine und da unten liegt ein Drache, hässlicher Drache, eindimensional animiert oder zweidimensional, wie man das auch immer nennt. Hässlich, hässlich, hässlich. Hässlich, hässlich, hässlich. Aber wir haben ein Secret gefunden. Wie wollen wir die eigentlich nennen, die Secret-Sachen? Ich gebe ja vielen Dingen auch immer irgendwelche Namen. Drachenscheiße. Drachenscheiße. Das ist ein guter Name für dieses Secret. Weil das sieht ja aus wie so kleine, missratene Drachen. zweidimensional dargestellt. Nicht besonders stylisch, hübsch oder wie auch immer. Nennen wir sie einfach Drachenscheiße. Da machen wir nicht viel falsch. Und ja. Wenn wir dreimal die Drachenscheiße finden, kriegen wir dafür kleine Goodies. Na, aber dafür muss man auch diese Drachenscheiße sammeln. Na, ohne die Drachenscheiße kommen wir nicht weiter. So, also kriegen wir nichts, wenn wir die Drachenscheiße liegen lassen. Der hat Roboterköpfe, so nennen wir die immer. Guck doch mal unten auf den Display. Das sieht aus wie Roboterköpfe mit roten Augen. Na, so. Das brauchen wir auch noch. Das ist Munition für die Shotgun, die sie hinten schon trägt. Ja, in dem Teil hat man sie, glaube ich, schon am Anfang gratis mit dabei, ne? Entschuldigung für den Husten, aber es ist einfach so. Man möge es mir verzeihen. Es zählt ja das Ergebnis. Oder, kleine Lara? Ja. Ja. Es zählt das Ergebnis und nicht mein Husten. Wir sind im Boot gelandet, wenn das mal so immer klappen würde. Ja, Freunde. Wir sehen hier einen Hebel, optisch wie ein männliches Geschlechtsteil. Man sehe zum Beispiel unten den Hoden, oben. Das Stänkchen. Ich versuche das ja etwas netter und ruhiger darzustellen. Ich hätte ja auch dazu Schwanz sagen können, aber ich habe dazu männliches Geschlechtsteil gesagt. Und wir fahren weiter. Ab geht die Post hier. Wir gehen auf ein anderes Thema, weil es auch irgendwann nervt. Ich glaube, es interessiert jetzt keinen, wie ich finde, wie die Hebel bei Tomb Raider aussehen. So. Ab die Post. Da vorne habe ich gerade ein Mannequin Piss gesehen. Ja, wir machen gleich hier an dieser Stelle weiter. Ich verabschiede mich einmal ganz kurz von euch. Bis gleich.